Um was geht es beim Bundesgesetz über Geldspiele? In der Schweiz gibt es verschiedene Angebote von Geldspielen, so zum Beispiel Casinos, Lotterien oder Sportwetten. Diese Angebote werden vom Bund bewilligt und kontrolliert. Hat ein Anbieter eine Bewilligung, muss er sich an bestimmte Regeln halten. Zum Beispiel darf er Spielsüchtigen nicht erlauben, weiterzuspielen. Auch muss ein Anbieter Abgaben an die Allgemeinheit bezahlen. Damit sollen die schädlichen Auswirkungen, wie beispielsweise Spielsucht, ausgeglichen werden. Pro Jahr kommt mit diesen Abgaben ein Betrag von ungefähr 1 Milliarde Franken zusammen. Dieser Betrag geht an die AHV, die IV und die kantonalen Lotteriefonds. Mit den Lotteriefonds unterstützen die Kantone gemeinnützige Projekte. Was würde sich ändern? Wird das neue Geldspielgesetz angenommen, bleiben die bisherigen Regeln grundsätzlich bestehen. Es gibt aber verschiedene neue Regeln. So können Casinos und Lotterien, die eine Bewilligung des Bundes haben, neue Angebote an Geldspielen im Internet anbieten. Auf Online-Angebote aus dem Ausland, die keine Bewilligung des Bundes haben, kann man aber nicht mehr zugreifen. Sperren ausländische Anbieter ihr Angebot für Personen aus der Schweiz nicht selber, werden Zugangssperren gegen sie verhängt. Mit einer Zugangssperre blockieren die Internetprovider, wie beispielsweise die Swisscom, eine bestimmte Website für Besucher aus der Schweiz. Aus der Schweiz kann man also grundsätzlich nicht mehr auf diese Website zugreifen. Versucht man, die gesperrte Website aufzurufen, kommt man auf eine Seite mit Informationen darüber, warum die Seite gesperrt ist. Mit dem neuen Geldspielgesetz sind zudem neue Arten von Sportwetten möglich und kleine Pokerturniere mit Bewilligung auch außerhalb von Casinos erlaubt. Nicht öffentliche Pokerturniere im Familien- und Freundeskreis müssen nach wie vor nicht bewilligt werden. Zudem müssen Lotteriegewinne bis zu 1 Million nicht mehr versteuert werden und es gibt strengere Regeln für den Schutz vor Spielsucht sowie gegen Betrug und Geldwäscherei. Was sind die Argumente der Befürworter? Das Geldspielgesetz wird an das digitale Zeitalter angepasst. Es sorgt damit für attraktive und legale Angebote. Durch die Neuerungen sind Mehreinnahmen für die Allgemeinheit möglich. Schätzungen gehen von bis zu 300 Millionen Franken pro Jahr aus. Ausländische Anbieter müssen sich heute nicht an die Schweizer Gesetze halten und keine Abgaben an die Allgemeinheit bezahlen. Das darf nicht mehr toleriert werden. Was sind die Argumente der Gegner? Die geplanten Zugangssperren sind ein starker Eingriff in die Wirtschafts- und Informationsfreiheit. Diese Zensur könnte Vorbild für das Sperren von anderen Websites werden. Von den Zugangssperren profitiert vor allem die Schweizer Casino-Lobby. Denn mit Zugangssperren ist die ausländische Konkurrenz vom Markt ausgeschlossen. Wichtige Maßnahmen zum Spielerschutz werden mit den Neuerungen nicht umgesetzt. Willst du, dass das Bundesgesetz über Geldspiele angenommen wird? Dann stimme Ja. Willst du, dass es abgelehnt wird? Dann stimme Nein.